So, Freunde, ich habe euch zwar vor kurzem genervt mit einem Video über die verschiedenen Tankhammer. Zufälligerweise habe ich gerade eine Bände da, wo das Tankhammer drauf soll, und zwar das TC1 Bandit. Ist für die Bandit Kult. Guckt das andere Video, da habe ich nochmal alles erklärt, warum, wieso, weshalb, welches wo drauf passt. Jetzt dieses. Ihr seht, das haben sie schon angeschliffen. 120er Exzenter. Dann nochmal nach Ecken und Kanten nochmal nachgeschliffen mit 120er bzw. roten Schleifpad. Das Tankhammer selber auch mal mit 120er kurz angeschliffen und alles ausgeblasen. Fettfrei. Versteht sich von alleine. Ich habe hier schon mal kurz, seht ihr, markiert, wie weit das Tankhammer drauf geht. Ja, das könnt ihr ganz einfach testen, ihr legt es drauf, dass ihr vorne schön am Tank anlegt. So viele Möglichkeiten gibt es nicht, das sitzt dann eigentlich schon so, wo es hin soll. Hier den Streifen seht ihr dann, wie weit ihr den Spachtel machen könnt. Ich habe das Tankhammer auch schon vorher mit dem Exzenter angeschliffen, auch vorher schon mit der Flex kleine Kerben reingemacht. Ist einfach dann besser, den Übergang zu machen, ist einfach einfacher dann. Ich habe auf den Tank markiert, mal mit Edding. Edding sollte man nur benutzen an Stellen, wo kein Lack dann später drauf kommt, weil er gerne durchdrückt. Aber durch den Spachtel und den GFK wird er sehr unwahrscheinlich durchdrücken. Hier habe ich schon markiert, wo überall der Spachtel aufgetragen werden muss. Die Kante bis vor, einmal rundherum um den Tankdeckel. Das seht ihr aber, wenn ihr das Tankcover drauflegt, wo das Tankcover anliegt. Und an den Stellen dann den Spachtel auftragen. Das zeige ich euch mal dann im Zeitraffer. Ich versuche das zumindest mal so zu bearbeiten, dass es nicht zu langweilig wird. Ja, dann würde ich sagen, dann geht's mal los. Ganz gut geklappt. Das Teil hat jetzt so gut reingeklebt, das braucht jetzt gar nicht nochmal fixieren mit Klebeband. Dafür war jetzt noch Spachtel übrig. Der kann natürlich, den muss man nicht wegschmeißen. Deswegen habe ich das hier kurz angeföhnt. Reicht leider noch nicht. Ich föhne das jetzt an, damit es schon mal schneller härtet, durchhärtet. Und dann kann ich den Restspachtel gleich verwenden, um das noch ein bisschen anzugleichen. Im Normalfall ist der Restspachtel auf der Pappe ohne Föhn schneller trocken, wie hier mit Föhn. Das ist, weiß ich auch nicht, warum das ist. Auf jeden Fall ein bisschen Wärme braucht das immer, um zu trocknen. Also der Raum soll auf keinen Fall zu kalt sein. Aber auch nicht zu warm, weil sonst wird er zu schnell hart. Wenn du das zum ersten Mal macht, empfehle ich euch auf jeden Fall einen Kumpel mit dazu zu holen, der euch mal irgendwas reichen kann, mal Klebeband oder irgendwas. Ihr seht, viel ist nicht übrig geblieben, aber zum Wegschmeißen ist es natürlich immer zu schade. So kann man das hier noch gut verwenden.
So, das sieht soweit. Ganz gut aus. Ich sag mal, für jemanden, der sich nicht auskennt, der sagt, was ist das jetzt für eine Katastrophe? Aber das ist so schon in Ordnung. Also, wenn er da so einen Lackierer gibt, wird die Rechnung wahrscheinlich etwas teurer. Aber damit kann er auf jeden Fall schon mal arbeiten. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen näher ran an der Kamera, zeige euch noch mal alles. Achso, noch ein Rest vom Projekt. Und ja. So, hier seht ihr das Teil. Ihr nehmt dafür Faserspachtel. Könnt ihr einfacher nehmen, aber ich empfehle immer ein bisschen Qualitätsspachtel zu nehmen für sowas. Ja, so hat der Tank schon mal eine völlig neue Form. Man kann das natürlich auch ohne Motorrad machen, aber ich finde es am Motorrad, das ist immer schöner. Ja, vorne ist bis jetzt noch nicht viel passiert, da habe ich hier mal den Koma TG etwas modifiziert. Das Motorrad ist ja das Red Dog Tattoo Projekt Motorrad und da könnt ihr weiterhin gespannt sein. Ich versuche da immer ein bisschen was Abgefahrenes draus zu machen. Na gut, dann würde ich sagen, man sieht sich. So, das war's erstmal mit Tankhaube ankleben, beziehungsweise am Motorrad. Den Tank könnt ihr jetzt abbauen, weiter bearbeiten in Staubraum, wenn ihr sowas habt, am besten mit Absaugerung und Maske, wo ihr arbeiten könnt und alles einstauben könnt, ohne dass euer Motorrad leiden muss. Die Hohlräume könnt ihr, wenn ihr wollt, noch mit Bauschaum verschließen im Tank drin, also zwischen Tankkörper und Tank, ist hier so eine relativ große eine Hohlkammer. Die könnt ihr noch ein bisschen Bauschaum reinmachen, da kann es dann nicht so vibrieren. Ja, ansonsten würde ich sagen, abonniert unseren Kanal bei YouTube, Facebook, das sind so die Hauptseiten, wo Action ist. Wir sind natürlich auch bei Instagram und Google. Und neu auch bei LinkedIn zu finden. Aber trotzdem weiterhin, Facebook, YouTube ist so der Hauptkanal, wo uns findet. Kauft unsere Mützen, unsere Merchandise-Sachen. Und wir sehen uns spätestens am 1. Mai zur Frühlingsparty bei uns.